Warum stoppt ein Land wie Deutschland, das freiwillig unter der Kanzlerin Merkel den Riesenfehler gemacht hat, auf Kernkraft und Kohle gleichzeitig zu verzichten, das ferner auf Cracking, Gas verzichtet? Wieso sagt dieses Land, das fast nichts mehr hat, und jetzt wollen wir auch kein Erdgas mehr? Es war doch der Bundeskanzler Scholz, der am 9. Mai gesagt hat, wir gehen auf Null. War nicht Putin. Und die Frau Baerbock hat 2 Tage später gesagt, wir gehen auf Null und zwar für immer. Und erst im Juni hat Russland den Gaszustrom gedrosselt, 60, 40, 20, 0.